Meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute machen wir wieder mal eine Folge weiter bei der Quest. Und ja. Jetzt, wo ich meine Sachen beisammen habe, werde ich Kirsti im 0, nichts besuchen. Weißt du, wie lange das aus metrische System umgerechnet bedeutet? Wo ich so darüber nachdenke, es ist ziemlich weit bis zu Bergs Gehöfe. Es wäre möglich, vermutlich sogar unvermeidlich, dass mein Werkzeug bis dahin schon wieder verloren gegangen ist. Am besten bringst du es hin, damit ich später höchstens noch mich selbst verlieren kann. Ich komme dann bald nach, um die Maschine im Gang zu bringen. Okay, dann müssen wir jetzt nur noch zu Andy. Okay, Leute, ich habe mich ja gestern ausgelockt, ohne das Zeug abzugeben. Deshalb müsste ich den Auftrag nochmal annehmen. Deshalb machen wir kurz die anderen zwei fertig. Was ist das? Eine Vogelscheuche? Oh, das ist so süß. Steve ist sicher, dass sie die Krähen abschrecken wird. Nun, ein Versuch kann nicht schaden. Danke, dass du mich zu Steve zusammengebracht hast. Ich kann es kaum erwarten, mehr von ihm zu lernen. Du hast das Werkzeug dabei? Ich könnte vermutlich einfach mit dem Hammer auf den alten Traktor einschlagen und das Beste hoffen. Aber ich hatte eigentlich auf ein paar genauere Instruktionen von Bonnie gehofft. Bonnie kommt persönlich vorbei? Das ist super. Ich kann es kaum erwarten, sie kennenzulernen. Ja, das haben wir ja schon gelesen. Dann gehe ich jetzt noch kurz zu Andy. So, da sind wir auch angekommen. Lala, was führt dich in diese Gegend? Kirsti, wie ist noch nicht da? Oh je. So, wir müssen hier sicher auch irgendwelche Hühner zusammensammeln, oder? Bei Schafen, keine Ahnung, irgendwas. Wie du sehen kannst, habe ich eine Menge Hühner und Schafe vortätig, aber die Kühe muss ich woanders bestellen. Kirstis Kühe waren spät dran, aber sie hätten mittlerweile schon angekommen sein müssen. Was stimmt denn mit den Kühen nicht? Ich habe sie mit Karte und allem losgeschickt. Vermutlich haben sie sich unterwegs verirrt. Vielleicht kannst du sie ja auftreiben. Sieh im Tunnel zwischen dir und Nebelfall nach. Wenn du irgendwelche verirrte Kühe siehst, gib ihnen einen kleinen Schubs, damit sie weitergehen. Und sag Kirsti, dass sie demnächst vorbeischauen, um ihre allen Fragen zu beantworten, die sie bei ihren neuen Farmfreunden haben könnte. Okay, dann treiben wir jetzt mal die Schafe los. Die Kühe. Ja. Können wir hier auch noch gleich die Kühe anschauen? Ja. Okay. Die Kuh beginnt zu laufen. Die Kuh beginnt dir zu folgen. Juhu, die ist voll cute irgendwie. Komm schneller. Ich habe Angst, dass sie plötzlich stehen bleibt. Komm, Kuh, schneller, Kuh. Ich werde von der Kuh verfolgt. Was ist da? Die Kuh erkennt die Straße wieder und beginnt nach Hause zu laufen. Es fehlen immer noch einige Rinder. Okay, dann gehen wir die noch suchen. Hier haben wir noch eins gefunden. Oh, die gleiche Farbe, aber schade. Da ist eine andere Farbe. In so braun weiß. Oh, hier muss ich sie dann bringen. Ich finde alles süß. Ich habe auch schon ein Musical darüber gemacht. Und was mir da vorher noch nicht aufgefallen ist, nur beim Musical, weil ich da ein bisschen schneller gemacht habe, sah man da voll, dass es so die Ohren wackelten. Die Kuh erkennt die Straße wieder und beginnt nach Hause zu laufen. Es fehlen dabei immer noch ein paar. Gut, sie gehen ihr die suchen. Da ist auch wieder eine solch braun-weiße Kuh da. Oh, die sind so cute. Okay, das sind die vier Kühe, aber ich finde es komisch, dass es keine solche braunen Kühe gab. Die ganz braunen gibt es ja nämlich auch noch. Aber ich finde, das sind die beiden schönsten. Jetzt haben die da hinten auf die Koppel da. Da sind sie jetzt schön hingelegen. Oh, wie cute. So. Und das glaubst du oder nicht? Die Kühe sind gekommen. Danke für deine Hilfe, die Kühe herzutreiben. Und du sagst, Andy kommt auch vorbei. Ich kann es kaum erwarten. Wenn wirklich jeden,
Jeder, mit dem du geredet hast, vorbeischaut, müsste ich die Hilfe haben, die ich brauche, um diese Farben wieder in Gang zu bekommen. Was ist das? Kommt der Auto? Ah, die sind gekommen. Der Steve. Oh? Hat jemand einen Pflanzenexperten gerufen? Zeig mir das Problem. Ansonsten folge ich einfach dem Geruch des Düngers. Oh, bei meinem rostigen Schraubenschlüssel. Wie konnte ich die Gerätschaften deines Großvaters nur so lange vernachlässigen? Es ist ein Wunder, dass nicht schon die ganze Farm explodiert ist. How dare Miss Griswold. Tut mir leid, dass die Kühe so spät gekommen sind. Das gibt zu 10% Rabatt auf die nächste Bestellung. Wow, ihr seid alle gekommen. Das ist toll, wie bei der eigenen private Leitfaden fürs Farmen. Ich wette, ich könnte diesen alten Anhängern wieder in Betrieb bekommen. Dann wäre es einfacher für die Leute, deine Farm zu besuchen. Wirklich? Das wäre super. Deine Hühner sehen ein bisschen dünn aus. Reden wir mal über ihr Futter. Und während ich schon hier bin, hast du mal darüber nachgedacht, Alpakas mit deiner Sammlung aufzunehmen? Die sind die Zukunft. Alpakas, ja. Damit warte ich vielleicht noch. Wie du meinst, Laila. Danke, dass du Hilfe für mich gefunden hast, damit ich die Farm wieder zum Laufen bekomme. Und Rania, du kannst dich darauf verlassen, dass ich zuweilen in die Stadt komme. Auch wenn ich noch nichts sage, wenn ich wählen werde. Nein, natürlich nicht. Du solltest dich von deinem Gewissen leiden lassen. Wir wollten nur helfen, weil es richtig ist. Nicht um eine Stimme zu kaufen. Das war doch nur ein Scherz. Natürlich stimme ich für Sigri. Oh, tja. Sie wird dich sicher nicht im Stich lassen. Es war schön, dich wiederzusehen, Rania. Und es war mir eine Freude, dich kennenzulernen, Laila. Kommt bald wieder vorbei, okay? So gern ich ja noch mehr Leute rund um Dundul helfen würde. Ich glaube, wir haben keine Zeit mehr. Wir sollten bei Mama vorbeischauen. Die Wahl steht bald an. All diese Mühe und 3 Leute zu beweisen, dass sie sich auf die Verancers verlassen können. Skull würde vermutlich sagen, dass wir unsere Zeit verschwenden. Aber ich glaube, die Arbeit, die wir getan haben, ist wichtig. In einer Gemeinde zählt Vertrauen, nicht wahr? Und Vertrauen gilt in beide Richtungen. Ich vertraue darauf, dass sie die Runde macht. So sehr ich auch gern weiter den Leuten der Gemeinde helfen würde. Uns läuft die Zeit davon. Lass uns nach Hause gehen, um Mama nochmal vor der Wahl zu sehen. Hat Bonnie nicht irgendwas davon gesagt, den Pferdetransporter zu reparieren? Wir könnten damit zurück nach Dundul, um Zeit zu sparen. Oder du reitest auf Mini-Mint auf der Straße. Wir treffen uns dann bei dir zu Hause. Okay, wir haben jetzt den Transporter da. Ich gehe da auch kurz rein. Aber ich lasse mich einfach abholen. Bringt ja nicht, Schillinge zu verbrauchen. Ich hoffe, die gehen dann aber irgendwann wieder nach Hause. Also, hier wäre ich dann auch im Transporter drin. Wie heißt es denn hier? Sehen wir dann. Schau gleich nach dem Dundul, wie der Ort hier heißt. So. Da seid ihr zwei. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ihr das große Ereignis verpasst. Dr. Iron, wo ist Mama? Sie ist gerade zum Stadtplatz gegangen. Die Wahl beginnt. Aber ich wollte ihr doch sagen, wie lieb ich sie habe. Glaub mir, Rania, das weiß sie. Also warum steht ihr noch hier rum? Musst du nicht abstimmen? Ich wusste, dass nur wenig Zeit ist, aber mir war nicht klar, dass es so eng wird. Ich hoffe, es ist nicht zu spät, um meine Stimme abzugeben. Schnell, Laila, wir müssen zum Stadtplatz, damit ich meine Stimme abgeben kann. Darf ich mit dir reiten? Okay, dann reiten wir ganz schnell zum Stadtplatz. Hä? So. Hörst du das auch? So viele Leute, die zusammengekommen sind. Rania, ich habe dafür gesorgt, dass jeder, der bei den Stellen vorbeikommt, daran denkt, wählen zu gehen. Was für ein aufregender Tag. Das ist der Beginn von etwas Großem. Spürst du es auch? Der Beginn von etwas Großem. Ja. Hallo Rania, als wir erfahren haben, dass derjenige, der die GD unser Park hat plündern lassen, sich erneut wählen lassen will, müssen wir einfach kommen, um abzustimmen. Viel Glück für deine Mutter.
Dreimal rein. Das ist auch meine erste Wahl, Ranja. Wie toll, dass ich für jemand so cool ist wie deine Mom stimmen kann. Natürlich würde ich noch lieber für dich stimmen. Danke. Die Eichhörnchen haben sich entschieden, es ist einstimmend. Die Tiere von Nebelfall stehen zu 100% hinter deiner Mutter. Natürlich finde ich es noch immer doof, dass sie nur ihre Stimme mit mir teilen dürfen. Das ist wirklich zu dumm. Ranja, ich habe mit deiner Mutter über das gesprochen und sie hat mir angeboten, einen Bauernmarkt im Ort abzuhalten. Sie hat mir sogar Kontakt zum Besitzer des Cafés verschafft, damit die zu regional produzierter Milch und Eiern wechseln können. Jetzt läuft es richtig, genauso wie ich in meinem Spiel Dew Drop Dell. Das ist wunderbar, Kirsty. Meine Mutter ist eine echte Powerfrau, Ranja. Ich kann zwar nicht mitwählen, aber ich bin hier, um meine Unterstützung zu zeigen. Ja, wir brauchen mehr Frauen in der Regierung. Es ist ein Wunder, dass die ganze Ratsmänner nicht schon alles ruiniert haben. Ja, irgendwas wollte ich doch noch machen. Pfeif. Ranja, hier rüber. Mama, komm her, mein stures, wunderschönes Mädchen. Ich brauche jemanden, an dem ich mich festhalten kann, falls ich ohnmächtig werde. Alle hergehört! Sieht aus, als würde alle Stimme abgegeben. Könnte mir jemand mit der Wahlurne helfen? Laila! Och nö. Du hast sie gehört, Laila. Bring die Wahlurne zu Tali. Schnell, die Spannung bringt Mama noch um. Gut, bring jetzt die schnell hin. Wo ist das dann? Okay, wir müssen sie nur antippen. Wo ist denn die Wahltruhe? Da hinten. So. Danke, meine Liebe. Dann sehen wir mal. Murmel, murmel. Dürfte ich wohl die Aufmerksamkeit aller haben? Ich werde jetzt mit dem Zählen beginnen. Warum gehen Sie nicht nach Hause und zählen im stillen Kämmerlein? Das würde Sigrid eine Peinlichkeit ersparen. Setzen Sie sich und halten Sie den Mund, Stadtratskull. Noch so ein Ausbruch von Ihnen und ich disqualifiziere Sie hier und jetzt. Ich habe extra meinen Urlaub abgebrochen, um das zu tun. Also machen wir das auf traditionelle Dundulart. Die erste Stimme geht an Sigri. Weiter so, Mama. Dann haben wir drei Stimmen fürs Skull. Glasklar. Und schließlich noch eine Stimme für Skull. Damit sind wir insgesamt bei... Oh je, wir haben einen Unentschieden. Oh-oh. Ich stimme für Sigri. Das bringt uns in die Klemme. Der Tradition von Dundul zufolge geht die Wahl damit an die Amtsinhaber. Tut mir leid, Laila, und deine Freundin haben so hart für Sigri gearbeitet. Aber ich fürchte, ich muss den Sieg Skull zusprechen. Es sei denn, du oder Ranja habt irgendwelche Einwände. Nach allem, was wir getan haben, gewinnt trotzdem die Schlange. Ich kann es einfach nicht fassen. Das ist nicht richtig. Nein, es ist nicht richtig. Wie konnte ich das nur vergessen? Lasst sie das Wahlergebnis noch nicht verkünden. Ich habe vergessen abzustimmen. Die Aufregung hat mich so mitgerissen, dass ich meine Stimme für Mama gar nicht abgegeben habe. Es ist kein Unentschieden. Mama würde gewinnen. Das ist höchst ungehörig. Die Abstimmezeit ist abgelaufen. Lass das Mädchen wählen. Sie ist das Herz und die Seele der Stadt. Die Wahl ist ein Witz, wenn ihre Stimme nicht zählt. Ja, lass sie wählen, lass sie wählen. Nein, 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 nein. Okay, Leute, und wer jetzt gewonnen hat, werden wir in der nächsten Folge sehen, ob es noch zählt oder ob es entschieden ist, dass Gold der Stadt wird. Bis nächstes Mal. Die Spannung steigt. Tschüss.